Wo der Rennsteig vom Sandwieschen ansteigt und den Rollkopf erreicht, liegt ca. 800 Meter vom berühmten Höhenwanderweg entfernt in nordwestlicher Richtung die Schutzhütte Weidmannsheil auf ehemals Schwarzburg-Rudolstädtischem Gebiet. Ihr 100-jähriges Bestehen wurde 1989 mit einem zünftigen Waldfest gefeiert. Noch immer ist dies ein Platz zum Verweilen und die Schutzhütte wird vom Thüringer Waldverein gepflegt. Die Hütte wurde im Jahr 1889 durch den Thüringer Waldverein mit Unterstützung von drei Geschäftsleuten aus Köln und Holland errichtet, die in Neuhaus am Rennweg zur Sommerfrische weilten. Schon zu dieser Zeit bot der Platz einen schönen Ausblick auf die davor liegenden Berge und Ortschaften. Das war wohl der Grund, warum sie gerade dieses Fleckchen zum Bau einer Schutzhütte auserwählten. Über die Einweihung der Schutzhütte Weidmannsheil gibt es folgende historische Quelle, wonach in der Schwarzburg-Rudolstädtischen Landeszeitung am 2. Juli 1889 zu lesen war. Zu den herrlichsten Punkten unserer an Naturschönheiten so reichen Umgebung gehört unstreitig Weidmannsheil zwischen Neuhaus und Scheibe gelegen. Im Tale, uns zu Füßen, liegt das freundliche Scheibe. Weiter links Alsbach, Limbach, die Schwarzer blitzt aus dem frischen Grün heraus, rings ragen die schweigenden Tannenwälder und aus blauer Ferne grüßt der Blästurm herüber. Durch die Freigebigkeit dreier Kurfremden wurde unlängst auf Weidmannsheil eine Schutzhütte errichtet und nachdem die zuerst geplante Einweihung, die ein Volksfest hätte werden sollen, im wahrsten Sinne des Wortes zu Wasser geworden war, hatte sich am Montag, dem 24. Juni, ein kleiner Kreis von Mitgliedern des Thüringer Waldvereins von Neuhaus und Scheibe zu einer Einweihungsfeier an Ort und Stelle eingefunden, die in bester Stimmung verlief. Reden und Gesänge wechselten in bunter Folge und erst am späten Abend traten die Teilnehmer den Heimweg vom tatsächlich wunderschön gelegenen Plätzchen an. Von der Schutzhütte Weidmannsheil hat man auch heute noch einen herrlichen Panoramablick auf den Kieferlesberg, den Sandberg sowie den Blessberg. Gut zu sehen sind auch der Sendeturm auf dem Blessberg und die Rennsteigwarte, dem Aussichtsturm auf dem Eselsberg bei Masserberg. Retrospektiv muss man anerkennend sagen, welch glückliche Hand hatten dereinst, in unserer Heimat vernarrte Geschäftsleute aus der Fremde, gerade dieses Terrain auszusuchen. Der Stausee der Schwarza, in dessen klarem Wasser sich die traumhafte Umgebung spiegelt, ist für den ohnehin idyllischen Standort der Schutzhütte Weidmannsheil eine weitere Bereicherung. Der nur wenige Meter südöstlich verlaufende Rennsteigabschnitt über den Rollkopf hat eine aufregende Vergangenheit, die nachweislich nicht nur aus dem Stoff alter Sagen und Legenden besteht. Der skrupellose, vogelfrei gesprochene Räuber Bilbert hatte sich darauf spezialisiert, Handelsleute und auf ihrer Walz durchziehende Gesellen zu ermorden und auszurauben. Er hatte sich für seine Beutezüge ein ausgeklügeltes System einfallen lassen. Die Technik bestand aus Schnüren und Glöckchen, die über die im Waldboden verlaufenden Hohlwege gespannt wurden und in der Höhle des Räubers endeten. So wusste er stets, wenn in seinem Revier ein Fang unterwegs war. Scheinbar war lange niemand in der Lage, den kaltblütigen Gesellen zu stellen und ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Aber jeder findet irgendwann seinen Meister, so auch Bilbert bei seinem letzten Raubzug. Ein mutiger Student aus Jena, der vortrefflich mit dem Degen umzugehen wusste, brachte ihn zur Strecke. Der Ort der grausigen Taten des Räubers Bilbert wird auch heute noch die Bilbertsleide genannt. Unweit seines Arbeitsplatzes versorgte er sich mit frischem Quellwasser. In alten Wanderkarten ist die Bilbertsquelle noch vermerkt und mit etwas Fantasie kann man auch heute noch die Räuberhöhle erahnen.